Sicheres und effektives Training, darum geht's heute. Wir sind bei Fitness Loft und hier ist der Marco. Grüß dich, Marco. Hallo, guten Tag. Marco, das ist unser Thema, sicheres und effektives Training. Ja, der Matze hängt hier schon ein bisschen rum. Was macht er da? Ganz genau, im wahrsten Sinn des Wortes hängt er rum. Nämlich, er macht TRX-Training. Das sind diese Bänder, diese Schlingen, die man hier sehr schön erkennen kann. Und das ist natürlich eine ausgezeichnete Möglichkeit, die Stabilität, die Halte- und Stützmuskulatur zu trainieren, was auch ein ganz wichtiger Bestandteil jedes Trainings sein sollte. Und in seinem Fall jetzt trainiert er die Bauchmuskulatur, vor allem die seitliche Bauchmuskulatur mit dieser Übung. Und Bauchmuskeltraining sollte natürlich in keinem Training fehlen. Nicht nur, weil ein Sixpack, weil ein durchtrainierter Bauch gut aussieht, sowohl bei Männern als auch bei Frauen, sondern weil es eben auch ganz wichtig für die Stabilität im Rumpf ist, für die Haltung, für die Halt- und Stützfunktion. Es geht auch immer wieder darum, um zu zeigen, was man alles falsch machen kann, beziehungsweise wie man es richtig machen kann. Ja. Welche Gefahren stecken denn hier in diesem eigentlich so harmlosen Seil? Wir haben immer wieder das Gleiche. Entscheidend ist die richtige Geschwindigkeit und die Muskelkontrolle an jedem Punkt der Bewegung, wie ich es ja schon öfter gesagt habe, man kann es gar nicht oft genug erwähnen, also dass man die Bewegung nicht ruckartig ausführt und unkontrolliert, sondern dass man an jedem Punkt der Bewegung praktisch Muskelanspannung und Muskelkontrolle hat. Und hier jetzt, wie man wieder schön sieht, jetzt macht das viel zu schnell und er sackt auch mit der Hüfte runter. Das ist hier jetzt besonders fatal, da es ja freies Training ist. Das heißt, es gibt ja kein Gerät, das die Bewegung schon automatisch irgendwo begrenzt, nach vorne und nach hinten, sondern hier kann er sich ja im Prinzip an diesen Bändern völlig frei bewegen. Und da ist es natürlich extrem schlecht. Wenn er zu hoch gehen würde, wäre schon nicht gut. Aber noch schlechter ist es, wenn er so durchsackt. Das heißt, wenn die Wirbelsäule einfach zur Seite oder nach hinten so extrem stark gekrümmt wird. Das sieht man hier schön. Dann wird der Winkel in der Wirbelsäule hier, der wird zu klein. Die Wirbelsäule wird zur Seite sehr stark abgeknickt. Das sieht man zwar bei Akrobaten im Zirkus ab und zu. Mit Sicherheit kann man das irgendwie trainieren und aushalten, aber Bestandteil des Trainings für, sage ich mal, den normalen Menschen sollte das nicht sein. Jetzt haben wir gerade eben schon gesehen, Matze, wie du die Übung einmal kurz schon falsch gemacht hast. Also welche Verletzungsgefahren bestehen dann hier? Ja, der Punkt, ich habe es jetzt direkt schon im unteren Rücken gemerkt, wenn ich halt die Bewegung zu schnell mache, dann habe ich keine Spannung in meiner Core-Muskulatur, also in der Körpermitte, und sacke dann auch ein bisschen nach hinten ab, wodurch halt ein Druck direkt auf die Lendenwirbelsäule kommt. Und mein heutzutage bei der sitzenden Tätigkeit hat ja jeder Probleme mit der Lendenwirbelsäule und das ist dann halt noch viel intensiver, noch viel schlimmer für die Lendenwirbelsäule. Also absolut kontraproduktiv, von wegen statt Training und etwas Gutes getan, wäre dann quasi nur verletzt und eventuell Folgeschäden sogar. Im Prinzip ganz genau, weil es leichter ist und weil es schneller geht, sind halt wahnsinnig viele Leute verleitet, das zu machen. Ein bisschen mit Schwung arbeiten, dann ist es nicht so anstrengend oder dann kann man mehr Wiederholungen schaffen, das feuert auch den eigenen Ehrgeiz an und es geht halt schneller, aber letztendlich ist das der falsche Weg. Also intensiver, korrekter, bringt immer mehr, als jetzt einfach ganz viele Wiederholungen zu machen, egal wie. Marco, wenn ich mir jetzt auch mal so tolle Tipps geben lassen möchte und auch selber mal probieren, mal so ein bisschen wie der Matze hier auch hier ein bisschen bei euch rumhängen, wo, wann und wie kann ich das am besten machen? Das kannst du optimal machen bei uns im Fitnessloft, direkt in der Bahnhofstraße. Das findest du über der Thalia-Bücherei im 3. und 4. Stock. Und man kann jederzeit über unsere Website www.fitness-loft.com einfach mal ein unverbindliches Probetraining abmachen. Das kostet nichts und kann mit einem Trainer von uns zusammen mal eine Stunde trainieren und unser Konzept kennenlernen. Super, dann danke nochmal für diese tollen Tipps und ich sag bis zum nächsten Mal.